Ja, und damit willkommen zurück. Aufnahmepause beendet. Das sieht schon mega aus. Also im Gegensatz zur Konsole sieht es auf dem PC natürlich ein bisschen besser aus. Nein, mein Piepmatz. So, haben wir noch schnell Faustengang gemacht. Mal sehen. Also ich habe jetzt zumindest keine Zeilensprünge mehr. Weiß nicht, schon Aufnahme sieht man es glaube ich nicht so extrem. Bereit, wenn du es bist. Bereit, wenn du es bist. Oh. Warte auf mich, Alexios. Ich habe gepackt und alles. Du willst mitkommen, oder? Wenn du gehst, gehe ich auch. Du bist zu jung, ja gut, dann ist er vielleicht beleidigt, aber hier ist dein Zuhause. Ja. Kefalenia ist der einzige Ort, den du kennst. Und du willst ihn verlassen? Das würde ich, wenn ich dafür bei dir bleiben kann. Du kannst nicht an diesen Ort mitkommen. Das muss ich alleine machen. Und wer wird dir Gesellschaft leisten? Ich komme schon klar. Wenn ich nicht mit darf, dann nimm Chara. Chara? Mein Adler. Meine Freundin. Mutter hat sie mir gegeben. Ein Geschenk. Jetzt ist sie deine Freundin. Und es ist fast so, als wäre ich bei dir. Weißt du? Damit du dich an mich erinnerst. Danke, Phoebe. Außerdem kann ich mit Kina spielen, weil du sie gerettet hast. Überfordere sie nicht. Sie ist vielleicht noch geschwächt vom Fieber. Aber du musst versprechen, dass wir uns wiedersehen. Ja. Ich verspreche es. Wir sehen uns wieder. Versprochen. Wir werden uns wiedersehen. Halte dich bis dahin aus allem Ärger raus. Mach ich. Keine Sorge. Na gut, du kannst jetzt abreisen. Alexios! Du verlässt Kefalenia, ohne dich von deinem Markus zu verabschieden? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nun, du bist hier, also ist es nicht wahr. Auf Wiedersehen, Markus. All die Jahre als dynamisches Duo. Ich finde nie Ersatz. Naja, vielleicht suche ich mir irgendwann jemanden. Aber das wird nicht einfach. Komm schon, umarme deinen Partner. Naja, er hat uns ja auch großgezogen, wenn man so nimmt, ne? Einfach die Hand geben wir jetzt. Nicht so gut. Na gut, komm her. Ja, komm her, du. Oh, ich werde dich vermissen, Alexios. Danke, Markus. Ich dich sicher auch. Und was hält die Zukunft für dich bereit? Wein natürlich. Obwohl, man weiß nie, ob die Reben eingehen. Ich bin immer für ein neues Abenteuer bereit. Apropos Abenteuer, ich habe einen Auftrag für dich, liebe Phoebe. Ein Abenteuer? Ja. Sie tritt bereits in deine Fußstapfen, nicht wahr, mein Freund? Bist du bereit? Ja, gehen wir. Bereit zum Ablegen. Es wird höchste Zeit. Gut, das Meer hat noch auf keinen Seemann gewartet. Es wird Zeit. Gut, welchen Kurs nehmen wir? Wohin in dieser großen, schönen Welt will der mächtige Alexios fahren? Megaris. Megaris? Dann segeln wir in einen Krieg. Mein Auftrag lautet, den Kopf eines Feldherrn zu nehmen. Von wem? Man nennt ihn den Wolf. Der Wolf? Wer will den Tod von Nikolaos von Sparta? Nikolaos von Sparta? Das Orakel hat gesprochen. Um Sparta zu retten, muss dieses Kind sterben. Das kannst du nicht zulassen. Bitte, sie wird nichts Schlimmes tun. Sie wird uns helfen. Sie wird uns führen. Ruhe! Oh,
seine Ehrlosigkeit, für das Leben, das er verwirkte. Er ist kein Spartiat, Nikolaus! Nicht! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Hör nicht auf sie! Nein! Nein! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Vater! Nikolaus! Halt! Nikolaus! Nein! Nikolaus! Nikolaus, sieh mich an! Sieh mich an, Nikolaus! Nicht! Hör nicht auf sie! Dein Blut ist verschmutzt! Befreie dich von diesem Gift! Vater! Nein. Vater! Oh mein Gott! Alexios! Bring mich nach Megaris. Sofort. Aber ich verstehe nicht. Von allen Orten über die Helios-Wacht. Warum sollen wir da unseren Hals riskieren? Der Wolf von Sparta ist mein Vater. Das war alles Vorspann? Okay. Wie viele Folgen? 7? Es geht nichts über eine Brise. Muss sich das Deck die ganze Zeit bewegen? Ich weiß die Gelegenheit, um einen echten Seefahrer aus dir zu machen. Und? Welche wäre das? Als mich der Zyklop in das Fass drückte, stahlen seine Piraten meine Fracht. Ich kenne ihr Schiff und weiß, wohin sie wollen. Lass uns die Fracht zurückholen. Gut. Bei der Gelegenheit werde ich sehen, was du und deine Mannschaft so können. Wunderbar. Dann legen wir los. Und mal sehen, wie sich die Segel halten. Mach schneller! Ins offene Gewässer! Unter das Segel! Gut, Reisegeschwindigkeit. Boah. Alter. So ein was ist das Portal? Schneller!
Ah, okay. Ich hab mal gedrückt halten müssen. Cool, da ist ein Delfin oder? Ne, ist was Größeres. Schalttafel. Hab dich! Einfach ja, was denn so ein Wort ist, ne? Das Schiff zerstören. Gute Männer im Gefecht mit diesen Piraten verloren. Die See ist gefährlich.
jetzt, da sich Sparta und Athen an die Gurgel gehen. Wir müssen weitere Seeleute für die Mannschaft anheuern. Lass uns mit dem besten Schützen anfangen, den ich kenne. Er wird unentbehrlich für uns sein. Wann können wir ihn treffen? Nun, du wirst ihn überzeugen müssen. Wie meinst du das? Hol ihn an Bord und ich überrede ihn. Ein paar Drachmen sollten es ihm schmackhaft machen. Ich soll ihn also bewusstlos schlagen? Nein, nein. Stell ihn nur ruhig, das sollte reichen. Dann bringst du ihn auf das Schiff und wir unterhalten uns. Alles wird gut, das versichere ich dir. Levelaufstieg. Oder bereit machen. Nun, guck mal, was es hier gibt. Nicht wahr? Da ist noch Treibgut. Da hinten sieht aus wie Treibgut. Was ist da? Boah! Alter, da war Junge, Junge, Junge. Ich sollte mir mit Ikaros Hilfe einen Überblick verschaffen. Das ist mein Ziel. Mhm.
Okay, sonst ist hier anscheinend keiner mehr. Also so laut, wie die singen. Linken Stick reindrücken zum Niederschlagen. Okay, dann kann man den anheuern. Schließ dich uns an. Du bist durch und durch Seemann, genau wie ich. Er wird sich gut in der Mannschaft machen. Wo soll ich Schiff anheuern und zuweisen? Okay, oh cool, wir können es auch ausbauen. LT und RB. RB Brandsperre. Cool, dann haben wir automatisch Brandsperre schon mal. Können wir die in... Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Rammschaden. Was brauchen wir? Leder? Okay. Aber immer Holz, ne? Holz, Holz, Holz. Ja, okay, und bis zum Metall, ne? Eieiei. Achso. So, den. Mehr Pfeilschaden. Können wir noch Mannschaftsklamotten ändern? Oh Gott. Lass mal so wie es ist. Schiffchen. Lass mal auch wie es ist. Was ist das? Ach, da kann man noch eine Figur dran machen. Okay. Können wir noch was verbessern? Ne, genau. Abgeschlossen. Du da!
Jemanden wie dich kann ich immer gut gebrauchen. Schließ dich uns an. Okay, ich schließ mal einfach mal an. Komm auf mein Schiff. Ich zahle den gut. Danach. Na, der eine hat's leider nicht überlebt. Ja, gut. Schiffsmenü. Kraft durch. Kraft durch Pfeiltreffer. Der hat maximal 2 Schaden plus 3. Müssen wir den einfach mal. Aufheben. Okay. Keine Ahnung. Wir haben sogar Musiker im Boot. Ich sehe gerade. Folgenende und so, ne? Wir reden nochmal mit ihm und dann. Da ist er. Alter, da war der. Wird er uns genügen? Keine Sorge. Wir werden oft genug Gelegenheit haben, weitere Seeleute anzuheuern. Ich habe das Gefühl, dass wir sie brauchen. Wir sollten Kurs auf Megaris nehmen. Eine lange Seereise kann entspannend sein. Aber wir sind keine schönen Wettersegler. Wenn du dich nach Aufregung sehnst, wirf einen Blick in mein Logbuch. Ich notiere darin alles, was irgendwie interessant sein könnte für tollkühne Seefahrer. Alter. Hallo. Okay. Zurücknehmen. Okay, das war keine gute Idee. So, gut. Questlock hat er gesagt. Fähigkeiten haben wir auch einen. Also die Fähigkeit zu üben, um sie zu benutzen. Okay. Kann ich die blenden und dann in den Busch rennen? Das ist natürlich auch praktisch.
20 Meter erhöht. Na, komm mal weiter in der Kiste fahren, okay. Lalalala. Lebe weiter, um zu kämpfen. Halte deine Waffen sauber und scharf. Erhöhte Kriegerschaden 20%. Ist eine passive Fähigkeit, ne? Dann machen wir erstmal die Passive. Mehr Kriegerschaden. Da können wir sogar noch aufwerten. Wir haben sogar noch 2 Punkte. Das können wir nicht. Attentat, Niederschlag wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und 150% erhöht. Alle Waffen um 5%, okay. Kann man echt machen. Okay. Jetzt haben wir auch noch keinen Questlog angeguckt, ne? Inventar. 7. Oha. Ich glaube, wir sollten mal ein paar Dinge verticken, wa? Baden gegen Athener-Soldaten. Ja, gut, das ist ja erstmal egal. Bogen haben wir nichts Neues. Stiefeletten haben wir die auf 7. Bringt mehr Rüstung und ein bisschen Kriegerschaden. 1% alle Schäden. Bartan, ja. Ja, es ist. Lass mal es da drin. Schwere Klinge schaden, okay. Adrenalin pro Treffer, ja. Lohnt sich auch nicht. Was haben wir hier? Antatschaden mit kritischen Treffer, also hier 7. Attentatschaden. Ja, lassen wir erstmal den drin. Wir können ja hier mal was ist zerlegen. Windows Update. Zeitpunkt auswählen. Erneut erinnern. Ja, machen wir erneut erinnern. Mein Gott, Windows. Warme jetzt. Das. Ach so, das ist wie in Assassin's Creed Origins. Die höheren Dinger kann man nicht zerlegen, die kann man nur verkaufen. Glaube ich zumindest. Na gut, dann tun wir die kleinen kaputt machen.
Schaden, Attentatschaden, Kriegerschaden. Hm. So, Stiefeletten auch aufräumen. Hier kann man auch aufräumen. Eine Keule, 5. Schurkendolch. Können wir mal noch behalten. So. Oh, Pfeile herstellen. Alles klar. Gut. Ach, da hat er nicht hin. Da. Eine Reise Richtung Krieg. Das. Ja, diese. Ja, schön. Ja. Cool. So. Aber jetzt. Jetzt machen wir einen Cut an der Stelle. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.